Am Wochenende macht der Frühling mal Pause, kommt allerdings in der Karwoche ziemlich schnell wieder zu uns zurück. Und der März war ja bisher schon überdurchschnittlich warm. Es gab kaum kalte Phasen. Jetzt kommt mal einer am Wochenende. Da gehen die Temperaturen mal kurz unter den langjährigen Durchschnitt zurück, gehen allerdings dann in der kommenden Woche wieder deutlich nach oben, sodass es Richtung Ostern wahrscheinlich eher mild bis warm sein wird. Starten wir mal am Temperaturtiefpunkt, das ist der Sonntag. Da haben wir maximal 10 Grad, aber auch wirklich nur, wenn die Schauer mal Pause machen und die Sonne mal rauskommt. Meistens liegen die Temperaturen darunter und deutlich darunter, sowieso in den höheren Lagen, in den Mittelgebirgen und den Alpen. Da geht es kaum über 5 Grad hinaus. Und es gibt zahlreiche Schauer, die fallen oberhalb von 300 bis 700 Meter verbreitet als Schnee. Da kann sich mal eine dünne Schneedecke bilden. Im Norden regnet es im Laufe des Tages auch wieder häufiger. Auch einzelne Graupelgewitter können mit dabei sein. Zwischendurch eben ein bisschen Sonnenschein und dazu ziemlich windig. Dadurch fühlt es sich eher noch ein bisschen kälter an. Es ist insbesondere bei den Schauern immer wieder mal mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Die Nacht auf den Montag, da geht es runter auf 5 bis 0 Grad und es kann vor allem in höheren Lagen der Mittelgebirge und der Alpen auch rutschig werden. Da sind immer noch ein paar Schneeschauer unterwegs. Am Montag selber ziehen die meisten Schauer nach Osten ab. Ganz im Westen streifen ein paar Regenwolken entlang. Ansonsten Wetterberuhigung. Es kommt ab und zu mal die Sonne durch die Wolken, wird also ein bisschen freundlicher. Und auch die Temperaturen erholen sich wieder allmählich. Nach diesem relativ kalten Sonntag sind es am Nachmittag etwa 8 Grad an den Küsten und auch in den Mittelgebirgen. Schon mal wieder 13 bis 14 Grad entlang des Oberrheins. Und dann stellt sich die Wetterlage wieder um. Auf dem Atlantik haben wir dann wieder ein ziemlich kräftiges Sturmtief. Und das pumpt dann wieder wärmere Luft aus dem Südwesten zu uns nach Mitteleuropa, sodass die Temperaturen allmählich zur Wochenmitte wieder ansteigen. Vor allem im Osten kann es dann wieder frühlingshafter werden, mit Werten bis zu rund 16, 17 Grad. Und hier scheint auch häufiger die Sonne als im Westen, wo es generell durchwachsener bleibt und hier immer wieder ein bisschen regnen kann.